Nothing this morning blows the quarterly results top viewers. Täglich Neuigkeiten vom Brexit. Die Menschen in Europa und auch die Medien sind geschockt. Genauso wie hinter mir hier in der britischen Botschaft in Berlin. Was das jetzt für ihr Geld bedeutet, darüber reden wir. Herzlich willkommen zum Börsenupdate. Das britische Pfund auf Talfahrt und in unsicheren Zeiten greifen Anleger zu Gold. Aber Panik gibt es an den Aktienmärkten nicht. Der deutsche DAX tendiert nur leicht schlechter. Und der deutschen Wirtschaft geht es grundsätzlich gut. Darüber müssen wir reden, denn es gibt viele Fragezeichen und Unsicherheiten. Chris Oliver Schickentanz ist unser Mann, Leiter der Investmentstrategie bei der Commerzbank. Die Briten haben für den Brexit gestimmt, aber es scheint so, die bekommen jetzt kalte Füße. Gibt es einen Exit vom Brexit? Das ist relativ unwahrscheinlich. Es werden ja momentan verschiedene Szenarien durchgespielt. Ein zweites Referendum, da frage ich mich, wie will man das demokratisch legitimieren? Oder dass man sagt, jetzt fangen wir doch erstmal mit den Verhandlungen an und wenn die zu keinem guten Ergebnis führen, dann sagen wir den Brexit halt wieder ab. Das ist rechtlich gar nicht möglich. Sobald man die Austrittsklausel im EU-Vertrag aktiviert hat, ist die unumkehrbar. Dann ist der Brexit sozusagen automatisch das Ende des Prozesses. Die einzige kleine Möglichkeit, die es noch gäbe, wären vorgezogene Parlamentsneuwahlen. Die könnten die britischen Parteien dann natürlich zu einer Art zweitem Referendum machen. Aber das wird mit der Nachfolgekür von David Cameron zunehmend unwahrscheinlicher. Was bedeutet das, wenn der Brexit jetzt wirklich kommt? Realwirtschaftlich wird es gewisse Bremsspuren geben. Besonders negativ tangiert wird die britische Wirtschaft. Da rechnen wir für 2017 dann mit rund 2% weniger Wachstum als bisher. Die Euro-Länder, sie dürften vergleichsweise ungeschoren davonkommen, allenfalls vielleicht ein kleines Prozentpünktchen hinter der Nachkommastelle, weniger Wachstum. Für die Börsen bedeutet das erst einmal eine längere Phase der Unsicherheit. Allerdings wird man sich an diese Unsicherheit gewöhnen, das kennen wir von früheren Krisen. Und wie können Anleger in dieser Situation davon vielleicht auch profitieren? Ja, es gibt jetzt sicherlich einige Einzelwerte, die massiv abgestraft wurden und wo sich jetzt der Einstieg wieder lohnt. Wir haben in dieser Woche zum Beispiel auf Einstiegschancen bei der britischen Vodafone hingewiesen, bei Ryanair, bei Patrizia Immobilien, einem sehr konservativen Wert, oder auch bei LVMH, einem Luxustitel, der etwas unter die Räder geraten ist. Und wie geht es jetzt für die Märkte weiter? Ja, ich glaube, wir werden kurzfristig weiterhin mit starken Schwankungen rechnen müssen. Mich würde es nicht wundern, wenn der DAX vielleicht auch nochmal die 9.000-Punkte-Marke antesten würde. Aber ich glaube, die zweite Börsenhalbzeit, das zweite Börsenhalbjahr wird ganz versöhnlich. Von daher, sobald der DAX unter 9.000 Punkte fällt, sollte man wieder beherzt zugreifen. Dankeschön an Sie und danke für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche.